Komm, ich schlafe einfach bei irgendjemandem so random. Hallo, ich benutze dein Bett, ja? Haha. Darf ich dein Bett benutzen? Darf ich dein Bett benutzen? Nein? Ich frag's mal. Es tut mir leid, aber ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Mein Mann will zur Boutique Sephir. Ich muss mich also schnellstens fertig machen. Du kennst Sephir nicht? Er ist eines der Geschäfte in der Nähe des Eingangs zum Dorf. Und ach, ich habe jetzt einfach nicht die Zeit für Erklärung, weil ich mich doch fertig machen muss. Es tut mir wirklich leid, dass ich so eine schlechte Gastgeberin bin. Ja, Mann. Richtig böse von mir. Richtig böse. Was sagst du? Hey, du bist ein Reisender. Willkommen in Hateno. Ich bin Riedner, der Bürgermeister. Du hast sie gesehen, oder? All diese geschmacklosen Skulpturen, die das Dorf zieren. Es ist unverzeihlich. Sie ruinieren die idyllische Atmosphäre von Hateno. Das ist das Werk der Designerin von Sephir, der Boutique direkt am Eingang des Dorfes. Ich wollte mich gerade auf den Weg machen, um sie sanft zu ermahnen. Tut mir leid, aber wenn du etwas von mir wolltest, musst du später nochmal wiederkommen. Drecksack. Ich wollte hier einfach nur schlafen. Ich wollte einfach nur schlafen. Neben deiner Frau. War das zu viel verlangt? Alles so viel verlangt, du Drecksack. Okay, dann pennen wir einfach hier. Babbelnett, lass mich schlafen jetzt. Sephir, wo bist du? Sephir, wo bist du? Ich hab gehört, du hast hier Mist gebaut. Könnte sein. Am Eingang des Dorfes. Dorfeingang ist hier. Bist du hier? Sephir, bist du hier? Hallo? Oh, die pennt noch. Bist du Sephir? Oh, das ist ein Baby, wie süß. Oh, kein Pupsis. Soll ich die mal wecken? Ey, wie süß die pennt. Das sieht ja echt witzig aus. Wer ist hier oben? Und die schnarchen auch noch. Ist eure Mutter hier? Boah, die haben keine Mutter. Scheiße. Die haben... Scheiße. Was soll ich jetzt machen? Bist du Sephir? Du bist Tamana. Oh, ich habe ein Ei bekommen. Danke, Tamana. Okay. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Hey, arbeite du weiter. Ich kann aber nicht. Ich werde es nie vergessen. Was ist so nicht gut? Hä, das muss doch irgendwo hier sein. Sephir, wo bist du? Bist du Sephir? Oh, ja. Du bist Effi. Ah, okay. Okay, 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 let's go, Sephir, ich hab dich. Dich gefunden, Sephir. Hallo. Ich habe es schon so oft gesagt, drei Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Da haben wir all die Mühe auf uns genommen, um herzukommen und dann dürfen wir nicht rein? Ich wollte doch die neuen Kreationen der berühmten Modeschöpfer in Zagorno sehen, okay? Ich suche aber Sephir. Die heißt einfach Brokkola. Und die heißt Bumbas. Brokkola und Bumbas mit der Liesel. Anscheinend schalten wir hier die Färberei frei oder so, keine Ahnung. Zum Glück haben sie aufgegeben. Oh ja, tut mir leid, dass sie warten mussten. Sind sie auch hier, um die neue Kollektion meiner großen Schwester von Sogana zu sehen? Da sie allein sind, können sie einfach hereingehen. Sogana Höchstplan ist auch gerade da. Deshalb ist es nur eine Ausstellung. Man kann also nichts kaufen. Dann gehen wir mal rein hier. Alter, was ist das für ein Scheiß hier? Ach, ich kann einfach nicht daran satt sehen. Ein Meister ist im Buch steht. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich Sagono mittlerweile weltberühmt bin. Oh, entschuldige, bist du etwa ein Bewunderer von mir? Obwohl deinem trüben Blick nach zu urteilen hast du mit Mode wortwörtlich nichts am Hut. Die Boutique Sephir ist die einzige weltweit, in der die Marke Sagono verkauft wird. Und ich bin die bescheidene Designerin, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. Was du hier von dir siehst, ist nicht weniger als der Sagono Deluxe, meine neueste und einzigartigste Kreation. Die elegante Form und diese exzentrischen Farben. Er ist einfach perfekt, nicht wahr? Dieses Werk ist so einzigartig, es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Es steht nicht zum Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu schenken, der sich als würdig erweist. Der würdigsten Person Hyrule's Moris der Stadt. Jetzt kommt der Bürgermeister bestimmt rein. Oh ja. Was soll das mit Hyrule's Moris der Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Oh, sieh mal einer an. Wie kann ich dienen? Werter Herr Bürgermeister. Es tut mir leid, ich wollte ihn am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigezogen. Sagono, hör bitte damit auf, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln.
Dir ist es vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch für Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist es jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfes. Was wollen wir tun, wenn es verkümmert? Oh je, Liebes, nun reg dich doch nicht gleich so auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sagonos Stil. Lass uns in aller Ruhe darüber sprechen, ja? Nein, ich habe lang genug stillgehalten und jetzt haben wir den Salat, bzw. die Pilze, überall. Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, das Dorf zu beschützen. Das Dorf beschützen? Vor wem? Vor Besuchern aus aller Welt? Vor zahlungskräftigen Touristen? Vor Erfolg und Wohlstand? Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Hateno steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Darüber sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Meine Avantgarde-Schöpfung oder die provinziellen Werte des Bürgermeisters, sie sollten selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In einer Bürgermeisterwahl. Eine Bürgermeisterwahl? Na meinetwegen, die gewinne ich sowieso. Sofort, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Alter, was ist das? Was haben wir hier freigeschaltet? Voll witzig. Klavia, sieht aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. Keine Zeit zu verlieren. Und jetzt haben wir eine Quest freigeschaltet. Oh, du schon wieder. Es ist noch so viel zu erledigen für die Vorbereitung zur Bürgermeisterwahl. Es wollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für Sagono natürlich. Aber natürlich, dann wäre es ja geklärt. Sehr schön. Wie jeder weiß, habe ich die besten Aussichten auf dem Bürgermeisterposten. Zumindest sollte das allen klar sein, aber es gibt immer noch Dorfbewohner, die Redner unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Rednerwähler. Pilze sind quasi das Sagono-Markenzeichen. Sagono ist eine Ode an die Pilzmode. Meine Pilzgeschenke bringen frische in verstaubte Hirnkästen und sehen kultivierten Sagono-Sinn. Aber Sofora und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte diese Aufgabe nehmen? Überlass das mir! Genau was, Schönwald. Du bist ein wahrer Lebensretter. Die hier wirst du brauchen. Hyrule-Pilz, 8 Stück. Diese Pilze sind für die Redner-Wähler hier im Dorf. Sie sind vielleicht zu erkennen an ihrem unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extrem modebewusst und von Kopf bis Fuß in Sagono gehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner aus Redners Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinder, Reisende oder solche, die nur für Kurzzeit hier wohnen, wie die Chica-Forscher, kannst du ignorieren. Falls ich mich nicht erzählt habe, macht das also insgesamt 8 Redner-Wähler. Deine Mission ist simpel, gib jedem dieser 8 hier einen Hyrule-Pilz. Na dann, hopp hopp! Sagono oder Redner? Okay, dann schauen wir mal. Er ist nicht modisch angezogen. Habt ihr einen Pilz? Die haben keine Pilze. Ach, noch einer von den Touristen, die nur wegen Sagono hier sind, oder? Das Dorf wird jeden Tag berühmter. Was ist denn das für ein Rummel? Es wird doch nicht etwa irgendwas im Laden vor Sagono passiert sein. Oh, hat nicht irgendjemand was von einer Einmeldung erzählt? Auf der Anschlagtafel des Dorfs erfahre ich vielleicht mehr. Dann lese mal. Dann lese mal kurz und dann komme ich wieder zurück, ja? Welche Farbe nehme ich? Das sind auf jeden Fall modisch gekleidete. Das sind Sagono-Wähler. Der ist nicht modisch gekleidet hier. Oder hat der auch einen Pilz? Ja, Mann, der hat auch einen Pilzkopf, oder? Yes. Okay. Leute, die keinen Pilzkopf haben wahrscheinlich. Das ist so meine Vermutung. Aber es ist noch zu früh. Nee, es ist jetzt okay. Oh, der oben. Was bist denn du, Gurigide? Was bist denn du, Gurigide? Ey, ich kann nicht klettern. Bist du deppert? Okay. Bist du ein Tourist? Willkommen, Kamerad. Oh, Entschuldigung, ich arbeite zwar im Gasthaus, aber wenn du etwas brauchst, dann frag doch bitte am Empfang. Meine Frau Pimela ist bestimmt gerade dort. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sagt sie mir sehr bestimmt, dass ich endlich auch Kleider von Sagono tragen soll. Deshalb gehe ich zurzeit aus dem Weg, in der Hoffnung, dass ihre Obsession irgendwann mal nachlässt. Okay, hier ein paar Hyrule-Pilz. Oh, für mich danke sehr. Und da wird meine Frau aber glücklich sein. Sie liebt sogar nur Schachen. Ich fürchte, mir steht diese Mode nicht so richtig. Meine Frau dafür umso mehr. An ihr sieht alles so hübsch aus. Insofern kann auch nichts Schlechtes über Sagono sagen. Coin vom Bauernhof oben auf dem Hügel hat übrigens eine ganz ähnliche Einstellung zu Sagono wie ich. Okay. Einen Typen haben wir schon mal. Auf dem Bauernhof, da müssen wir hin. Hier ist der Bürgermeister. Das werden wir jetzt nicht ansprechen. Wir müssen hoch zum Bauernhof. Da ist die Schule. Die Schule ignorieren wir mal kurz. Wir gehen mal kurz zum Bauernhof da hoch. Und geben dem auch einen Pilz. Da haben wir schon mal 2 von 8.
Geile Quest, Allah. Schön Abwechslung. Ich komme, wo bist du? Da ist er. Das gute Gufu da. Morgens ist die Luft auf dem Morf wirklich immer so angenehm, nicht wahr? Was ist, hast du was für mich hier, ein Halbpiss? Ist der von Sakono wie nett? Frittiert sind sie prima für zwischendurch. Verstehe mich bitte nicht, ich weiß, dein kleines Geschenk zu schätzen. Aber meine Tochter Koin und ich und Tok, wir machen uns nichts aus dem Mond. Auf dem Feld nützt einem das wenig. Also Koin und Tok muss ich noch finden. Okay. Hier, nimm diese Eichen. Oh, ich habe kein Eichen gehabt, okay. Wie hießen die beiden? Okay, 6 Dorfbewohner. Koyen und irgendwas. Wer bist du? Oh. Okay, du hast einen Pilzkopf. Nee, auf Wiedersehen. Bist du? Oh ja, da habe ich jemanden. Okay. Hier, ein Heidelpilz, bitteschön. Okay, Nummer 3. Ein kleiner hier? Nichts Ungewöhnliches. Wieso brennt es hier? Okay, das ist der Eingangsweg. Der ist der Bewacher. Ich finde mal voll süß. Sieht aus wie Detective Conan. Auf dem Feld habe ich den angesprochen. Wir gehen mal hier rein. Ich will die kleine Hexe verfolgen. Oh, hier ist jemand. Hier ist jemand, der einen Pilz haben möchte. Hi. Ume. Hier, ein Harulpilz. Das ist viel gearbeitet, hast du dir verdient. Okay, noch 3 Leute. Der ist zu klein wahrscheinlich. Hier ist ein Brunnen. So, Wespen von Athena entdeckt. Da ist jemand. Tamana, die habe ich doch schon gesprochen gehabt. Aber hier, ein Harulpilz. Ja, bitteschön. Da ist doch jemand. Das ist der Tok. Hier. Ja. Okay. Tok haben wir erwischt. Dich hatten wir schon gehabt. Ui, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Wir haben dich gesucht. Koin, wir haben dich gesucht. Was ist los mit dir, Koin? Wieso siehst du mich so an? Bist du ein Kunde? Was hast du denn da? Hier ein Hyrule-Pilz. So, das ist die letzte. Okay. Ich muss irgendwie an die Flaschenpost im Teich kommen. Ah, das kann ich dir besorgen. Das kann ich dir besorgen, mein lieber Koin. Da haben wir direkt 2 Quests abgeschlossen. Wo ist diese Flaschenpost? Da hinten, oder was? Ist es das? Das ist eine Ente. Da ist die Flaschenpost. Jawohl. Jawohl, ja. Okay, das ist ein bisschen weiter. Was bauen wir am besten? Oh, habt ihr mich erschreckt? Verdammten Kühe. Was bauen wir am besten? Ist ja richtig weit. Haben wir irgendwie... irgendwas, damit wir... Ja, vielleicht mit einem Schlitten? Haben wir 2 Schlitten dran? Okay. Können wir einen Ventilator dranhängen? Dann haben wir, glaube ich, die Möglichkeit damit zu schwimmen, oder? Nein, das war falsch. War ja falsch hier.
einfach nur ein bisschen näher kommen. Yes. Oh mein Gott, wie schnell. Ein bisschen. Zack. Jawohl. Das war nett. Machen wir jetzt mal hier fest. Ich hätte ein Lenkrad dran machen sollen. Naja, egal. Hauptsache Festland, alles andere ist egal. So. Da kriegst du deine Post, mein Liebe. Hoffentlich ist da ein Liebesbrief drin. Zack. Oh. Hab ich das Falsche mitgenommen? Fast wäre es weg gewesen. Gut, dann haben wir eigentlich fast alle Quests abgeschlossen. Ich muss nochmal zu deinem Papa. Ich habe Eicheln besorgt für deinen Papa. Was? Nix was. Danke heißt es. Huch. Was? Das ist doch die Fleischimpost meines Urgroßvaters. Aber wie hast du... Hast du die für mich aus dem Teich gefischt? Vielen Dank. Nun finde ich endlich heraus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Mal sehen. Oh ja, das ist definitiv seine Handschrift. Da werde ich ganz nostalgisch. Puh, aber diese Krakelschrift kann man auch nur entziffern, wenn man, wie ich, Erfahrung mit Uropas Briefen hat. Ach ja, das muss wohl ein H sein. Dann ist das sicher ein K. Und dann heißt das vielleicht neue Spezialität mit Bürgermeister Fermentierung Käse. Namen ist nicht von... Okay, bla bla bla. Oh ja, das könnte sogar funktionieren. Okay, dann red mal mit deinem Papa. Hey. Okay, ich besuche dich. Aber abends komme ich vorbei, okay? Okay. Jetzt gebe ich deinem Papa Eicheln. Die Eicheln, oh. Also ganz ehrlich, wenn ich Eicheln brauche, dann gehe ich ins Labyrinth. Hier oben. Hier sind 100.000 Eicheln. Auf dem Boden. Ja. Oh, nicht. Hier, die Eicheln. Milch, jawohl. Okay. Hab ich noch? Jawohl. Dann nehmen wir noch eins mit. So. Jetzt gehen wir mal zu deiner Tochter. Die wartet schon auf uns. Wo ist die? Oh, hallo, schön, dass du gekommen bist. Hier, sieh das mal an. Das ist echter Hartino-Käse nach einem Rezept meines Urgroßvaters. Er ist unglaublich lecker, ist fest, aber schmilzförmig im Mund. Oh, hab ich jetzt Bock drauf, ey. Und ich werde das Rezept jetzt noch immer im Teich und darum wollte ich dir danken, indem ich dich als Ersten den Käse probieren lasse. Also eben, vielen Dank nochmal. Hier, nimm durch. Hartino-Käse. Ja. Lecker, 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 lecker. Date mit Käse und Wein. Let's go. Läuft bei dir. Okay, kann ich bei dir kaufen? Ah, man kann gegen Milch tauschen. Gegen Hateno-Milch? Okay. Alter, wie geil ist das bitte? Ich kann auch Sachen verkaufen hier. Ich habe Milch dreimal. Wo ist Hateno-Milch? Ach so, es gibt keine Hateno-Milch. Das ist allgemein nur Milch. Okay, verstehe. Ciao. Ziehen wir mal ab hier. Jetzt gehen wir zu Sagano und schließen die Quest ab. Da sind wir schon fast durch mit Hateno. Leider. Ich fand Hateno-Quest immer so süß. Auch hier. Das hat mich wieder nicht enttäuscht, Gott sei Dank. Aber in die Schule, ihr kleinen Pupsis. Das hat man noch nicht mit Führung.
du hast die Pilze schon verteilt. Oh, wie ich sehe, hast du sogar schon all meine kleinen Geschenke zugestellt. Sehr schön. Das wird sicher einigen dieser Rittnerwähler die Augen geöffnet haben. Bitte sehr, als Zeichen meines Dankes. Maxi Edeltrüffel, okay? Du gehörst ja auch zum Team Sekunde. Also isst den Pilz und mach dich bereit für die Bürgermeisterwahl. Da kommt jemand auf uns zu. Wer bist du? Klavia. Oh, das interessiert dich? Dann sage ich es unter aus für meinen Mann Ritna. Okay. Mala, was ist los mit dem? Geh bitte mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist, und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Ich bezahle dich natürlich auch dafür. Das Problem ist nur, dass die Tür fest verschlossen ist. Darauf achtet er sehr. Durch das Fenster, das passt niemand, aber vielleicht kannst du ein Loch oder etwas ähnliches hineingraben. Okay, Alter, was ist los mit dem? Mehmet, wir gehen jetzt einmal in die Bude von dem Typen. Und dann schauen wir bei ihr nochmal vorbei. Der geht auch gerade raus. Nein! Okay, scheiße. Ich dachte, ich komme rein. Auf die Schnelle. Naja, aber wir wissen ja, dass sie jetzt weg ist. Jetzt können wir da reinjumpen. Na? Ey, was ist los mit diesem Stein? Wer macht es immer an die richtige Position? Schon langsam auf die Sack hier, ey. Oh, hier will gesammelt werden. Ja, vor mich gehüpft. Da ist das Ding. Wenn gleich deine Geheimdokumente sehen, ey. Die Geheimdokumente, die sind. Yes. Entwicklungskonzept für eine neue Kürbissaat. Ich bin der Meinung, dass das frische Gemüse und die Milch, die hier produziert werden, den Reiz von Hatemo ausmachen. Allerdings kommt man nicht umhin zu bemerken, dass die jüngere Generation keinen rechten Bezug mehr zur Ernte haben. Bevor ich dieses Problem nicht löse, kann ich mich nicht gutes Gewissen als Bürgermeister bezeichnen. Da habe ich zusammen mit den äußerst begnadeten Bauern Nakin eine neue Art Kürbis entwickelt. Er entspricht in Farbe, Form und Gestalt ganz dem neuen Sagono-Stil, der bei der heutigen Jugend sehr populär ist. Dies erwies sich allerdings als schwieriges Unterfangen und so konnten wir ihn der Allgemeinheit noch nicht vorstellen. Okay, das ist Ritnas Geheimnis. Wir haben das schon mal erledigt. Können wir mit der Frau sprechen? Diese Markierung können wir wegmachen. Stempel löschen. Haben wir eine Aufgabe schon mal gelöst? Das bist du nicht. Du bist es. Wie läuft es denn so? Schon irgendwelche Neuigkeiten wie diese Sache, über die wir neulich sprachen? Ja, haben wir. Er möchte eine neue Kürbissorte entwickeln? Darum war er also in letzter Zeit so oft bei Nakin. Er hätte doch mit Sagono zusammenarbeiten können. Wäre wohl zu einfach gewesen für den verbohrten Stohkopf. Ich bin so erleichtert jetzt, da ich die Wahrheit kenne, das erklärt so einiges. Okay. Ein Vorfall nochmal. So, Ritnas Geheimnis geschafft. Auch eine Quest für mich. Oh, dich kenne ich doch. Bist du nicht der Reisende unserer kleinen Stadt? Okay, ja. Nein. Zwei geheime Pläne. Geschmackserlebnis. Okay. Ja. Wir wollen Glas Milch haben. Glas Milch können wir aber gerade nicht besorgen. Hallo? Ja, safe. Hateno-Käse. Huch, Moment mal, dieser einzigartige beißende Geruch, ist das etwa Hateno-Käse gefällig? Das ist die Spezialität, die mein Großvater damals mit jemandem hier aus dem Dorf entwickelt hat. Hateno-Käse, genau so hieß das. Auf einmal fällt mir alles wieder ein. Verstehe, mein Großvater hat also mit jemandem vom Bauernhof daran getüftelt. Kaum zu fassen, dass es das Rezept bis heute gibt und dass Koin den Käse ganz nur herstellen konnte. Okay, Silber und Rubin. Let's go.
Der Laden in Athen und die Händler auf der Straße werden ihn sicher sofort in ihr Sortiment aufnehmen. Da soll noch jemand einen Grund finden, mich als Bürgermeister abzuwählen. Ich hoffe, ich sehe dich bei der Wahl. Okay, das haben wir auch geschafft. Die Bürgermeisterwahl beginnt bald und dank dir bin ich tiptop vorbereitet. Ich werde gleich mal zu Sofora gehen. Oh, let's go, Bürgermeisterwahl. Sprich mir sofort vor der Boutique, okay. Eine Sekunde, ich will was abchecken. Nee, das sind nicht unsere, oder? Da hinten ist unsere. Da sind unsere Pflanzen. Wie sieht's aus? Wie schaut's aus hier? Oh ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Schön, wie alles wächst. Hi. Guten Morgen. Ich bin zwar schon lange in Rente, aber ich habe viel meiner Jahre auf dem Feld verbracht. Bla 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 bla. Alles gut mit dem Feld. Dank meiner Fürsorge entwickelt sich die Hyrule-Tomate prächtig. Es dauert allerdings noch eine Weile, bis du ernte. Geduldig bitte nur etwas. Aha. Okay. Geht schon in Ordnung, Brudi. Immer herein, reden wir mit dir. Kommt auch ein Pilz? Auch eine Quest. Okay. Ich soll nachts ihr folgen. Steckt uns hier um. Wie Ninja. Wie ein Ninja, Leute. Komm mal, jeder geht nach Hause. Geht auch raus. Oh, die kommt, Leute, die kommt. Wir folgen dich jetzt. Kleine Hexe, du. Ich weiß, was du machst. Du treibst es mit dem Bürgermeister. Kleine. Ups. Scheiße. Nicht gut. Ich muss aufpassen. Oh, die passt auf. Ich wund das. Alter. Bist du deppert. Wie die geschaut hat. Ich wusste nicht, dass man da hoch kann. Jetzt wissen wir das aber. Jetzt können wir dort warten. Zack. Und sie dann beobachten. Bin ich mal gespannt. So, die ist auf dem Weg und kommt gerade. Werden sie gleich sehen. Da können wir reinjumpen und sie beobachten. Die wird bestimmt Tomaten essen oder Äpfel essen. Safe. Langsam. Wir gehen schon mal rein. Wir werden sie wahrscheinlich hier nochmal sehen. Kurz. Wir sehen sie nicht. Doch, wir haben sie kurz gesehen. Okay, wir gehen jetzt rein. Oh. Nice. Also gut, sieht so aus, als hätte mich niemand gesehen. Es wird Zeit für eine weitere geheime nächtliche Schlemmerei. Und da ist das heutige Gourmet-Gemüse. Dieser Glanz, diese Form, dieser Duft. Ein umwerfendes Aroma. Ohne weiteres Tamtam kosten wir einfach von dieser Köstlichkeit. Nam 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 nam. Oh, köstlich, keinerlei Bitterstoffe. Der Beweis, dass ausschließlich reines Wasser verwendet wurde. Dass auch die Schale mundet, ist dem Können des Gemüsezüchters und der Qualität des Bodens zu verdanken. Ganz ehrlich, das beste Gemüse stammt eben aus Athen. Es ist nahrhaft, aber niemals füllend. Man sagt mir nach, ich sei glamourös und extravagant, aber in Wahrheit liebe ich das Simple und Schöne. Okay? Okay. Verstehe. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt können wir mit der Freundin reden. Ist sie auch schon, oder? Das ist die. Yes, neu erkennt sie hier. Ja. Was? Das Vorratslager hinüber? Ja. Was im Ernst? Ich hatte irgendwie etwas Spektakuläres erwartet. Naja, meine Schwester gibt sich ja immer ach so mundän und extravagant. Aber mal ganz unter uns, tatsächlich liebt sie schlechte Dinge und das simple Leben hier in Athen über alles. Okay, bla bla. Hier zum Dank Rüstung 10 Stück.
Reden wir mal mit dir? Oh. Ah, ich sollte ja auch mit dir reden, stimmt. Oh. Let's go. Ey, also ich bin Riedner. Die Natur ist tief in den Herzen der Leute hier verwurzelt. Sie macht uns frei und unabhängig. Wir arbeiten hart und werden reichlich dafür belohnt. Diese Lebensweise müssen wir uns unbedingt bewahren. Ich werde mich dafür einsetzen, dass neue lokale Spezialitäten wie der Hateno-Käse von hier aus die ganze Welt erobern. Wie alle wisst, heiße ich Sagono und habe mir in ganz Hyrule mit meiner Modemarke einen Namen gemacht. Aber das war erst der Anfang. Hateno soll zum Synonym für Stil werden, zum Geburtstag aller neuen Trends. Mit Gemüse lockt man niemanden hinter dem Ofen hervor. Die Mode hingegen bringt Wohlstand in unser Dorf. Und niemand kennt sich so mit Mode aus wie ich. Puh, Mode hat keinen Bestand. Im Moment mag dein Stil im Trend liegen, aber bald kräht kein Hahn mehr danach. Dann werde ich einfach einen neuen Stil kreieren. Ich unterliege nicht den Trends, ich beherrsche sie. Shit. Ist recht! Sofora? Wenn man euch zuhört, wird schnell klar, dass ihr nur an euch denkt und nicht an unser Dorf. Sagono gibt zu, dass du schlichte Dinge mehr schätzt als alles extravagant und dazu gehört Hatenos Gemüse. Ich weiß, dass du dich zuweilen nachts ins Vorratslager schleichst, um dort das Gemüse zu verputzen. Wow, Erschütterung! Was dich betrifft, Riedner, ich weiß, dass du dich heimlich in deiner Hütte mit Sagono-Mode beschäftigst. Du willst sie nutzen, um bei jungen Leuten das Interesse für dein Gemüse zu wecken. Aber woher? Ja, zeig mir, ihr Bitches. Trends sind wichtig, aber sie liegen auch in den Traditionen und der Kultur unserer Vorfahren begründet. So ist es. Es tut mir leid. Mir tut's auch leid. Mir tut's auch leid. Aber Sagono, wir haben es doch dir zu verdanken, dass unser Dorf derzeit floriert. Da kannst du doch unmöglich. Du möchtest mit einer neuen Gemüsesorte junge Leute ansprechen. Ich, die Weltmüsse-Kunde, werde dir helfen. Hihi, du hättest auch einfach fragen können, ob du helfen darfst. Liebe Mitbürger, lasst uns von nun an Tradition und Innovation vereinen. Beleben wir so gemeinsam unser geliebtes Hateno. Es geschafft. Ich habe von Sofora unklar gehört, dass du am Ausgang der Dinge nicht ganz unbeteiligt warst. Dank dir ziehen in Athena nun wieder alle an einem Strang. Ich möchte dir etwas geben. Bitte komm wieder. Ah, ich bekomme es endlich. Genau das wollte ich haben. Das war mein Ziel von Anfang an. Die Bürgermeisterwahl. Hier, ne? Hallo. I'm here. Ich habe schon mitbekommen, dass du heimlich mit Sofora gesprochen hast, aber dass du auch mit Klavier geredet hast. Nun ja, am Ende hat die Bürgermeisterwahl ja einen guten Ausgang genommen. Erinnerst du dich noch an unser allererstes Gespräch hier? Dieser Sagono Deluxe ist die neueste Kreation der Marke Sagono und mein Meisterwerk. Diese luxuriös geschwungene Form, die exzentrischen Farben, hier stimmt wirklich alles. Diesen Hut kann ich nur jemandem überreichen, den ich für wahrlich würdig achte. Ich nehme an, du verstehst, was ich sagen möchte. Würdest du diesen Sagono Deluxe annehmen? Du, der nicht nur Hateno gerettet, sondern auch Riedner und mich zur Vernunft gebracht hat. Nur du und niemand anders hat sich dieses perfekten Meisterstücks als würdig erwiesen. Und versuch erst gar nicht, mir diese Entscheidung ausreden zu wollen, du kleine Unschuld vom Lande. Schwuppdiwupps. Her mit dem Ding. Nice Sache, ey. Yes, let's go. Okay. Gönnen wir uns das Ding direkt. Sieht bestimmt nice aus. Was mich angeht, ich werde mich ganz neu erfinden. Dafür werde ich mich als erstmal ein Kuriositätenkabinett voller Radestücke unserer Vorfahren widmen. Schau also vorbei, falls ihr mal seltene Kleidung abhanden kommt, die es sonst in keinem Laden mehr zu kaufen gibt. Oh, krass. Was ist das hier? Phygia-Gewand. Und? Leibwache-Gewand. Alter, was ist denn hier los? Das sieht ja richtig aus hier. Was haben wir hier? Hylia-Hose? Hylia-Kapuze? Oh, alle, wie geil! Die sind ja jetzt alle hier. Okay. Ziehen wir mal die Maske an. Was?
Voll geil. Naja, dann sind wir hier durch. Ich schau mal, ob es noch andere Quests gibt. Wenn dann, dann packe ich die hinterher. Aber hier mit dieser Quest sind wir auf jeden Fall durch. Hier ist auch was. Feuer, Liebe, ich wünsche dir Liebe, die Liebe. Was ist los? Kannst du mir ruhig sagen? Mal sagen, okay. Efi? Ich fand, okay. Alter, was ist das für eine Stadt? Ach, mit Efi müssen wir noch sprechen hier. Oh. Hi Efi, guten Tag. Willkommen, Hatino. Bist du von weit hergekommen? Dieser Hut, das ist der neue Fusagono, stimmt's? Yes. Ach Mann, was möchte ich denn? Ich mache so einen kriminellen Mister angesagt und geöffnet. Okay. Wir haben auch Hatino-Käseauflege, ein ganz neues Erzeugnis von Hatino. Was gefällt dir so? Wie bitte, was mir gefällt? Was ist das denn für eine Frage? Tja, vielleicht Kröten oder so. 100 Spurtkröten würden mir wahnsinnig gefallen. Alter. Bist du deppert? So, lesen wir mit dem. Das ist wohl die letzte Quest hier. Dann haben wir das abgeschlossen. So. Ich hab sie gefragt. Spurtkühlen und gleich 100 Stück davon. Ach ja, das sieht ihr eben nicht. Fräulein Effis Herz für Tiere ist eine ihrer liebenswertesten Eigenschaften. Behauptet der Freund meines Freundes. Ich hätte mich fast verraten. Es sei denn, ich hätte Hilfe erreisen, wie du klettern durch den... Oh, okay. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich 10 Stück, aber 100 wären ja krass gewesen. Habe ich 10 Stück? Wie sortieren wir mal? Spurtkröten, das sind die hier, gell? Okay, ich brauche noch 5 Stück. Wir haben hier unten ja die ganzen Höhleneingänge freigeschaltet. Oh, da sind schon welche. Moment, sag ich, warum dich? Warum nicht weg? 4 Stück. An so Teichen und am Brunnen. Hab ich immer gedacht. 4 Stück brauchen wir noch. Schau mal. Oh, wow. Okay, hier ist nichts. Das ist auch der falsche Weg gewesen. Eine einzige Kröte, kann das sein? Ich dachte, sie sind hier unten. Ehrlich gesagt. Naja, ansonsten gehen wir wieder hoch. Oh, da ist er. Komm, 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 jawohl. Wie viel noch? Jetzt haben wir 8. Ja? Ne, wir haben 7. 3 Stück noch. Stahl des Zwillingsberg. Komm, wir probieren es hier. Das sieht so schön aus da. Könnte es eins geben. Er hätte 100 von uns verlangt, ey. Stellt euch mal vor. Okay, gibt es auf jeden Fall keine auf dem Boden. Gehen wir mal zum Händler. Der läuft da schon ganz gechillt. Hallo? Hey! Sasa! Jawohl! Genau 3 habe ich gebraucht. Let's go! Nehmen wir die Holzpfeile auch mit. Wow! Yes! Die nehme ich auch mit. Holzpfeile sind wichtig. Ey! Für alle! Ja, ja! Okay. Okay, mehr brauchen wir nicht. Let's go! Ich wusste, dass ich die irgendwo gesehen hatte. Jetzt einmal zurück, dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Hatino complete! Thank you.
Pip. Wo ist der Kleine? Bla 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 bla. Ah? Hier bitte. Hm. Jetzt sehe ich aber eine richtig krasse Belohnung. Alter, 10 Sportding, dein Ernst? Viel Spaß. Und danke für nix. Haben die noch eine Quest für mich? Nee. Okay. Dann sind wir hier durch. Ich schau aber nochmal, falls ich was finden sollte, kommst du her.